Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Es geht weiter mit Elden Ring. Ich bin noch an genau derselben Stelle, an der ich war in der letzten Folge. Mir ist was eingefallen. Ich habe hier oben, habe ich doch ein Dings gesehen, so ein Kreuz. Ich denke, das war hier. Da will ich natürlich hinschauen. Der Typ ist weg. Wo ist er hin? Man weiß es nicht. Mal kurz schauen, ob ich recht behalte. Ja, dort ist das Kreuz. Nice. Da sitzt auch jemand. Kein Bock auf die Karte zu gehen. Geh weg, Markierung. Danke. Hier lasse ich einen Teil des Fleisches meines Körpers zurück. Oh, hello there. Hi. Are you the Tarnished? Ich bin ja. Another tarnished, guided here by Mikola the Kind. My name is Teolia. I Teolia. Tarnished, and here on kindly Mikola's account. So, well, here's to new beginnings, I suppose. I'm sorry, but well, I'm not much good at anything, is all. I'm as weak as a kitten and thick as two planks. Okay. Since the very day I was born. I'm afraid the only thing I'm proficient in is poison. Ah, der verkauft so Giftzeug. Okay. Tödliche Giftparfümflasche. Ah, für die Parfüme braucht man dann sowas. Okay. Der verkauft Gifte. Alrighty. Ja, ich will jetzt mal hier gucken, ob mir irgendwer vielleicht sagen kann. Ah nee, halt. Ich will nochmal schauen, ob der Boy jetzt vielleicht, nachdem ich noch ein paar mehr Kreuze gefunden habe, mir jetzt irgendwie was gibt oder so. Hi. What brings you here? Wo das Auge gelassen wurde vom Turm sprechen. Was? I am much obliged. I can hardly believe it. He's divested himself of his very eye. An seinem Auge getrennt. Tender Mikola's eye is no mere morsel of flesh. It is a vessel of soaring grace. Proof of his Imperian lineage. Okay. I wonder. Does Mikola the Kind intend to sever his very birthright, his fate as a child of the Erdtree? Righteous Tarnished, what brings you here? Habe ich noch eins gefunden? Nee. Gut, okay, also das hier, das mit dem Auge. Das war wohl ein Kreuz, das diese Questline weitergeführt hat. So, die Kirche da oben sieht spannend aus. Sieht alles spannend aus. Okay, das hatte ich auf dem Pferd auch noch nie ausprobiert. Jetzt habe ich gesagt, die Kirche sieht spannend aus und biegt nach links ab. Da oben.
ist so ein Turm. So einen habe ich mir, glaube ich, noch nicht aus der Nähe angeschaut. Oder habe ich? Weiß ich nicht. Oh. Ich habe so einen Steinschwertschlüssel bekommen. Nun, dann schauen wir doch mal, wo mich das hinführt. Jetzt bin ich gespannt. Uralte Ruinen von Rau. Alright. Hier sieht's schön aus. Ah. Du siehst nach Gegner aus. Nach Bosskampfgegner siehst du aus. Holy Guacamole, okay, alles klar. Ach, ich habe schon wieder 130.000 Seelen, das ist jetzt, langsam wird's viel. In der letzten Folge habe ich, glaube ich, 170.000 verloren oder was? Scheiße. Klar kriege ich da Schaden. So, ich muss eine Kleinigkeit, muss ich kurz machen, weil es einfach nicht geht. Obwohl das Spiel nur auf 60 FPS läuft. Mal schauen, ob es so stabiler ist. Ein bisschen, ja. Also den würde ich ja schon gerne klatschen jetzt, den Boy. Aber der gibt mir auch ordentlich, ne? Der gibt mir richtig ordentlich. Na bitte, geht doch. Grünspan-Diskus. Erhöht die Verteidigung bei höherem Ausrüstungsgewicht. Ah. Was war denn hier eigentlich nochmal drin? Ausrüstungsgewicht, Resistenz gegen körperlichen Schaden. Verbessert Angriffe. Ah, Leben.
Leben war da drin. Pilze. Alles sehr neblig hier. Aber das sieht hier schon wieder so geil aus, ne? Bisschen schöner hier mit dem Grün. Gefällt mir. Das ist, glaube ich, die Kirche, die ich von unten gesehen habe. Ja. Und dann habe ich hier... Ich mache mir da mal einen Marker hin. Ob das von hier oben ist? Da oben ist ein Kreuz. Schwer zu sagen, ob ich da jetzt von hier aus hinkomme. Bestienhorn. Es sieht nicht so aus. Als könnte ich hier irgendwo nach oben. Ich meine, da unten sieht es schon so ein bisschen so aus, als könnte ich da hin. Aber ob mir das was bringt? Nee. Nee. Auf keinen Fall. Ich denke, der magische Steinschwertschlüssel hat mich lediglich hierher gebracht. Und weiter hoch komme ich nicht. Nicht von hier aus jedenfalls. Das sieht auch wild aus da hinten. Ich denke mal, dass das jetzt gerade nicht richtig gerendert wird. Weil ich die Entfernung runtergedreht habe. Ist natürlich ärgerlich. Ja, schade. Wäre cool gewesen, hier noch irgendwo weiter weg hinzukommen, aber... Dann wird's das wohl gewesen sein an der Stelle. Der eine Boy hat mir noch eine Karte gegeben, ne? Sind das die? Karte des Treffpunkts? Wait. Wieder drei Bosse, nice, GZ. Der Mann, dem die Karte gehörte, könnte auch auf der Suche nach dem einzigen Mittel zum Betreten der Akademie gewesen sein. Ach so, das ist aus dem alten. Ah, hier, die. Die habe ich schon, genau, und das ist die andere. Ah, da sind die neuen auch drauf. Die habe ich teilweise schon. Zwei davon habe ich schon. Eins ist noch irgendwo hier und eins da oben. Jetzt hole ich mir erstmal die Karte.
Da vorne. So, ach du Scheiße. Moment. Ah ne, okay, ja. Irgendwo hier in den Ruinen ist noch eins dieser Kreuze. Was ist das? Mesmer's Glut. Aha. Ah, hier ist einiges davon. Liegt hier überall ein bisschen rum. Schon wieder ein Sumpfgebiet. Und da ist das Kreuz. Damit sollte ich in der Lage sein, noch einmal zu leveln. Stufe 6. Läuft. Hier lasse ich das Fleisch meines Körpers zurück. Welcher bist du? Du sagst nichts. Okay, dann halt nicht. Okay, also Sumpfgebiet ist es nicht so wirklich. Da jammert schon wieder einer. Oh, okay. Zerschmetterter Steintalisman. Komme ich hier irgendwie runter? Nicht über diesen Weg anscheinend. Ah, okay. Bisschen ärgerlich, dass die nicht One-Hits sind mit dem, mit diesem Riesenschwert. Goldenes Horn. Da weiß ich jetzt auch noch nicht so ganz, für was die genau gut sind. Anzahl der Runen, die man durch das Besiegen von Feinden erhält. Ah, okay. Werde ich also wahrscheinlich nie benutzen. Ihr seid doch... Euch hatte ich doch eigentlich, dachte ich, schon mal irgendwo gesehen. Aber nee.
Okay, hier geht's dann noch weiter runter. Offene Kiste. Irgendwie sass. Goldene Bögen. Okay. Okay. Schattensonnenblume. Wilder Name. Das ist nur ein anderer Weg darunter, würde ich jetzt mal vermuten. Irgendwas stimmt hier auch überhaupt nicht mit dem Licht. Jop. Bonnidorf. Okay. Ah, nee, ich bin jetzt von da oben hier runtergekommen. Wow. Dann gehe ich jetzt mal hier rein. Das hier? Jetzt werde ich angegriffen von irgendwas. Da bewerfen mich Leute mit Steinen. Muss ich dafür hier lang? Ich weiß es jetzt gerade nicht, ob das die richtige Richtung ist. Ich glaube nicht. Nee. Aber was geht denn hier drüben? Ah. Aha, Skorpione und da hinten ist eine Höhle. Kerker von Bonnie. Nun, ich denke, wir werden Bonnie kennenlernen. Die Leute heulen rum für 40 Euro? Echt? Gibt's da welche, die sich beschweren? Wirklich? Also das verstehe ich nicht. Hallo? Wer sind Sie? Was tun Sie hier? Und warum haben Sie kein Loot für mich? Gut, dann nicht. Hey! Ja, ihr Nasen! Ein paar Bolzen. Der nächste, der mich anknabbert. Okay, rein ins Loch.
Habt ihr Bonnie gesehen? Zufällig eine von euch? Nee? Niemand Bonnie gesehen? Ich bin auf der Suche nach Bonnie. Okay. Oh! Wie die sich den Bauch halten, als wär's aus Versehen passiert. Ah, das ist so geil. Und Talisman der Tapferen. Bei dir bin ich doch ins Loch gehüpft, oder? Also bei dem war ich schon. Jetzt hüpfe ich nochmal hier runter. Und geh nochmal in die andere Richtung. Weil in der anderen Richtung war ich noch nicht. Nö, also für 40 Euro ist das hier total krass. Also ich glaube, du spielst hier locker 40 Stunden drauf. Und ich meine, 1 Euro pro Stunde Spielspaß, das ist mehr als fair. Nur eine goldene Rune, echt. Und ansonsten nur so Glibber-Boys. Hier geht's nicht weiter, ne? Nee. Ah, hier lang? Oder bin ich von hier gekommen? Weiß es gerade nicht. Nee, hier sind die Ratten. So, dann kann ich da unten noch... in dem Fall weiter und nach links... Hier so, zack, um die Ecke. Und hier lang. Bonnie! Bin auf der Suche nach Bonnie. Hat jemand zufällig Bonnie gesehen? Bist du Bonnie? Wo kommt ihr denn alle her? Okay. Da sind ja noch mehr von euch. Kriegsasche. Okay. Ja, da oben wäre der andere Weg. Wenn ich nochmal hochgehe oder so ähnlich. Keine Ahnung. Ja, dann gehe ich mal weiter hier runter. Bonnie! Innereienfleisch. Ich habe jetzt keine Lust, mich mit jedem von euch anzulegen, um ehrlich zu sein. Voll klar durchprügeln, dann hat man keine Gegner hinter sich.
die einen nerven können, aber das passt schon. Hey! Wow! Scheiße. What the fuck? Ah, wild. Okay. Mach mal auf das Loch. Okay, ich werde runtergefahren. Cool. Ah, da ist Bonnie. Wahrscheinlich. Huah. Keine Zeit für euch. Bonnie wartet. Hi. Fluchklingenlabyrinth. What the fuck? Okay, wait, what? Nee, 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 nee. Okay, gut. Da hatte ich jetzt minimal Schiss, dass das in die Hose geht. Okay. Passt. War ja nicht eine Gnade? Ja. Die brauche ich mal kurz. Nicht, dass ich schon wieder nicht level, obwohl ich genug Runen habe. So. Also da nach rechts, da drüben ist eine Brücke. Ja, den Kerker von Bonnie, der heißt wahrscheinlich Kerker von Bonnie, weil der beim Bonniedorf ist. Oder weil Bonnie ihn gebaut hat. Bonnie habe ich jedenfalls nicht gefunden. Hey, wer bist du denn? Warte, nee, nicht ihr. Der da. Großer Herrscher. Okay, warte.
So. Was ist denn hier los? Ach, von euch will ich eigentlich gar nichts. Wirklich nicht. Da unten geht's auch noch voll ab. So, in diesen heruntergekommenen Hütten gibt's auch immer irgendeinen Loot. Zahnpeitsche. Die Peitschenhütte. Ah, geil. Können wir kurz rasten, das passt. Also da unten gibt es auf jeden Fall dann auch noch was. Oh Mann, ey. Okay, da komme ich vielleicht irgendwie, keine Ahnung, hier entlang oder so. Oder durch irgendeine Höhle wieder, wo man dann da unten landet. Das wird hier Hauptding sein. Im Osten sei wohl irgendein Mönch. Der könnte entweder hier drin sein oder das sieht so mönchig aus, dass hier vielleicht ein Mönch sitzt. Wobei das auch nach Fingern aussieht. Bin ja kein großer Freund von Fingern. Was zum... Was passiert hier? Irgendwo ist eine große Rune zerbrochen. Und mit ihr ein mächtiger Zauber. What? Was war das? Eine große Rune zerbrochen. Hey, euch gibt's hier also auch wieder. Kann es sein, dass ich online spiele und dieses große Rune zerbrochen Ding gerade in ein anderer Spieler war, der irgendwas geschafft hat? Nope, ist so. Thorsten, wie meinst du, nope, ist so? Also, es kann nicht sein, sondern es ist so, dass das wegen online ist. Du hattest es auch. Okay. In Offline. Ah, okay. Das ist also... Wie, warum bin ich jetzt hier hoch? Mein gutes Pferd. Was soll das hier jetzt? Verstehe ich nicht. Auch an der Stelle, oder wie? Ich dachte, du warst noch gar nicht da in der Ecke. The fucking hell. Irgendwo
Irgendwo ist eine große Rune zerbrochen und mit ihr ein mächtiger Zauber. Die Kreuze werden ja nicht als Runen betitelt, ne? Ah, bevor du ausgemacht hast, warst du gerade da. Okay. Was ist das hier? Larventräne. Aha. Okay, und danach leuchtet es nicht mehr so. Ah. Komme ich da oben bei Renala vorbei? Weil auch diese Gegner, die hier sind. Ist das hier so ein Neu-Level-Ding? Man kriegt eine Träne, die Gegner sind ähnlich wie in der Kathedrale von Manus Methyr. Manus. Dark Souls. Hi, sind Sie Manus? Well, we don't often receive visitors. I am Ymir. Nee. Welcome to Manus Matter. It is a pleasure to have you. Okay. In lands so forsaken as these, chance encounters are precious indeed. Ob die Begegnung so zufällig war? Here on this day, allow me to mark the occasion with a modest offering. Gemeißelte Halskette und eine Ruinenkarte. Karte zu alten Ruinen erhalten. The map I gave you charts the site of a hallowed ruin. It is said that after sounding the hanging bell there, one's fate will be guided by the stars. I only wish to be of service, to help those who fight for their purpose. I'm not mistaken, am I? I can see it in your eyes. You are a fighter, are you not? Okay. Is something the matter? I've given you a map to the hallowed ruin. Oh, I suppose you expect a lesson of me, do you? I know the feeling. Those with purpose sind gierig. If not ravenous for power, for truth. Ja, Wahrheit vielleicht. Zauberei studieren über Schimmersteinzauberei. Ja gut, das ist alles Schmutz. Braucht kein Mensch. Du mind your feet around the church. You wouldn't want to hurt the little boy. Den kleinen Jungen doch nicht wehtun? Wait, what? Wo ist ein kleiner Junge? Ich sehe keinen. Hallo, kleiner Junge? Ich würde gerne mit euch sprechen. Ich weiß nicht, was, wer ihr seid, was ihr seid. Aber ich habe gehört, es gibt hier einen kleinen Jungen. Und mich würde interessieren, was ein kleiner Junge in seiner Kirche zu suchen hat.
Ein Strohballen. Okay. Nun gut. Friedhof. Okay. Na schön. Okay. Ah, warte mal. Einmal die Karte anschauen, die er mir gegeben hat. Und einmal schauen, was das ist. An einer geheiligten Ruine verwenden, um eine hängende Glocke zu läuten. Okay, das ist der Questgegenstand dafür. Ich wünsche nur zu Diensten sein. Er enthält den Fundort einer heiligen Ruine. Wait, what? Ich sehe da überhaupt nichts auf dieser Karte. Oder ist damit rechts diese... Das hier halt. Ja, da wäre ich doch früher oder später so oder so hingegangen. Oder was sollte ich da drauf sehen? Also für mich ist das jetzt nicht irgendwie ersichtlich, zu welchem Teil ich da gehen soll oder was da... Hä? Okay. Man sieht diesen Fluss hier so und das. Eine simple alte Karte, die verblasst und schmutzig ist, enthält den Fundort. Ja, aber was? Auf der Karte ist nichts erkennbar, da ist nirgendwo irgendwas. Kann ich hier nicht noch... Oh, okay. Erhaltreihenfolge. What? Achso. Wann ich was bekommen habe, kann ich hier noch einstellen. Sucht mich im Osten. Was ist das hier? Rabats Ruinen. Hallo? Niemand da? Oh! Gerät bewegt sich nicht.
Rabats Kanone. Eine Waffe. Was macht eigentlich dieses das Blutverlust aus? Drachenwundenhieb. Stärke, Geschicklichkeit. Ah. Könnte man auf jeden Fall mal ausprobieren, das Drachenjäger-Großkatana. Wo ist die Kanone? Da. Balliste. Witzig. Braucht die irgendeine Art von Munition? Was? Ja, ich denke, sie braucht eine Art von Munition. Die ich nicht habe. Ballistenbolzen. Ich habe einfach eine tragbare Balliste gefunden. Wie geil ist das bitte? Witzig. Ne, 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 ne. Eigentlich wollte ich hier hin, um mal darüber zu schauen. Okay. Krass. Das sieht aber so aus, als wäre das hinter diesem Skalik-Baum. Oder wie heißt der? Doch, irgendwie so Skadu-Baum. Oh, der Wolf hält ein bisschen mehr aus. So, ab ins Loch. Mal gucken, wo es hier lang geht. Sieht ein bisschen aus wie der Weg zum allerersten größeren Boss im Hauptspiel. Zu Moog. Ne, nicht Moog. Wie hieß der? Margot. Margot? Margit? Sowas. In der Art. Warum durfte ich jetzt hier nicht weiter reiten eigentlich? Schattenbergfried Kirchenbezirk. Heiliger Strohsack, ich bin hier drin. Ich bin von hinten hinein. Schattenbergfried. Eigentlich würde ich gerne nach rechts hier so. Und mir das hier anschauen. Bewegt sich nicht. Platsch. Okay, es ist auf jeden Fall tief.
das Wasser. Du bist von vorne rein. Wie ich einfach dreimal hauen muss, ne? Tue ich mir das jetzt an wegen dem bisschen Loot? Ja, tue ich. Oh Gott, irgendwas schießt auf mich. Irgendwas schießt auf mich. Was ist das? Was ist hier los? Wie viel Runen habe ich? Ja, das ist noch kein ganzes Level. Los! Hier ist was Wildes im Wasser! Schnell! Dafür bin ich jetzt hierher? Oh Mann, ey. Den Quatsch brauche ich doch eh nicht. Für den Mist habe ich mich in Gefahr begeben. So ein Scheiß. Sehe es nicht. Hier ist irgendwas Großes im Wasser. Irgendwas sehr, sehr Großes. Ich will ehrlich gesagt auch nicht unbedingt rausfinden, was es ist. Was seid ihr denn? Oh! Okay. Alles klar. Let's go. Alle hopp. Oh, wer bist du denn? Ja, klar. Ich kann halt nicht sehen, was du tust, wenn du hier mit deinem Funzelzeug rumwirfst. Lass mal gut sein. Schon wieder irgendwelche Magie-Boys. Hua! Oh oh. Oh oh. Okay, es ist ein Wurm. Ein Wurm mit Beinen. Ich glaube, sowas habe ich im Hauptspiel auch schon gesehen. Das ist jetzt ein bisschen seltsam. Diese Lichtstimmung passt vorne und hinten nicht gerade hier. Sollte ich in dieses Loch springen? Ich glaube, das Spiel möchte von mir, dass ich in dieses Loch springe. Ah! Mir beinahe ins Auge gegangen. Blitzsichere eingelegte Leber. Hallo? Eines unbesungenen Helden. Hallöchen! Nicht, wenn ich mein riesiges Schwert dabei habe.
Ey, ach, wie ich sowas hasse, ne? Ihr mit eurem Feuerscheiß. Schnauze jetzt. Gerät bewegt sich nicht, Mann. Mir gefällt es überhaupt nicht, so nah am Wasser hier zu sein. Oder das? Was soll das denn? Wie soll ich denn an den Loot rankommen? Oh, ist das jetzt hier wirklich... Bevor ich das versuche... Brauche ich einen näheren Respawn-Punkt. Oh, ich weiß nicht. Und hopp. Ah. Okay, ich glaube, es geht nicht. Ich glaube, das Wasser wird hier irgendwann weg sein oder so. Oder da fällt irgendwas runter, worüber man dann laufen kann oder keine Ahnung. Ich glaube, das ist nicht so gewollt, dass man über diese Arme läuft. Scheiße. Gut. Ich schau mal schnell, ob ich an meine... an meinen Loot zurück wieder rankommen. Recht zügig. Ja, lass mal gut sein, Kumpel. Seva, grüß dich. Ja, da ist mein Loot. Nice. Wunderbar. So, gut. In dem Fall... kann ich einmal noch hier gucken, ob ich die Tür aufmachen kann. Verschlossen. Ma, ma, ma. Wo ging's denn hier nochmal? Hier. Da jetzt weiter. Okay. Fledermausens. Oh, du hast mich beinahe erschreckt. Also ein kleines bisschen, ne? So ein ganz kleines bisschen. Nope. Aha, lass ich hier das Wasser runter. Yep.
Verändere ich jetzt auch Teile der Karte? Dadurch? Nee, oder? So krass wird's nicht sein. Okay. Das ist eine Gnade. Das ist schön. Die Frage ist nur, wie komme ich denn da hin? Kann ich den Hebel wieder? Nee. Schade. Sterbe ich jetzt, wenn ich hier runterhüpf? Probier's, glaube ich, aus. Nee. Bisschen tiefer und ich wäre wahrscheinlich draufgegangen. Aber wunderbar. Und das dürfte auch wieder ein weiteres Level-Up sein, oder? Yay! Eine wunderbare Entdeckung an dieser Stelle. Und ein schönes Ende für eine YouTube-Folge. Danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.